Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der En Belleron. So. Mal das Schmuckstück zum Händler. Weil, wenn wir uns den Anhänger mieten, oder, dann können wir den gerade schon instant benutzen. Dann haben wir den schon direkt oben stehen. Dann sparen wir uns erst das Hingefahren und wieder Weggefahren. Wer weiß, vielleicht kommt da irgendwann noch ein gutes Drescher-Angebot hier in Frankreich zustande, dass ich ihn dann mitnehmen kann auf die Marsch. Das weiß ich natürlich noch nicht. Aber ich freue mich schon tierisch darauf, wenn ich endlich umziehen kann. Einfach schon mal ins Silo fahren. Ins Hofsilo. Dass wir auf jeden Fall einen leeren Anhänger haben. Also unser Nachbar hier auch Raps angebaut. Wahnsinn. Ei, wenn ihr wisst, was ich hier vorgehabt hatte, hier eigentlich auf Frankreich alles. Aber dann ging das mit der Marsch doch schneller wie gedacht. Klar, ich könnte auch sagen, ich warte noch ein bisschen und bleib hier noch. Aber irgendwie fühlt sich das dann nicht richtig an. Da schreit dann schon mein innerer Monk rum. Guck, jetzt haben wir das. Das fällt auch schon fast geerntet. Cool, dann sind wir schon bei 1,5 Millionen gleich auf dem Konto. Bei dem Feld hat man halt den großen Vorteil gehabt, dass viel, viel Grasfläche drumherum war. Was ich aber leider halt nie genutzt habe. Letzte Bahn fahren wir mal selber. Ein bisschen sparen. So. Ja, 270 Euro wieder Lohn gezahlt. Für was? Mich auch. Oh.
Jetzt können wir definitiv den Kurs mal rauswerfen. Dann nehmen wir den Kurs hier jetzt auf. Zack. Jetzt da rausfahren. Hätte ich ja echt nicht gedacht. Fahr ruhig das Rohr ein, ich will dich jetzt noch nicht abtanken. Da hast du mir einfach definitiv gerade zu wenig im Korntank dafür. Aber zack. Das wird jetzt langsam oben rechts auf dem Kontostand. Ja, viel Fläche ist es nicht mehr. Viel Fläche ist es nicht mehr. Ah, hat sie leider nichts getan. Unser kleinstes Feld, was wir gerade hier ernten. Da braucht er immer ein klein bisschen fürs Vorgewende. Das ist natürlich bei einem kleinen Feld, merkt man es eher wie bei einem großen Feld. Das Vorgewende. Aber so ist es halt. Das Vorgewende ist wichtig, dass man drehen kann auf dem Feld. Das muss man halt machen. Also ein bisschen mit dem Drescher. So. Ich denke mal, dass die erste NF Marsch-Folge am Samstag kommen wird. Und dann bin ich auch am Überlegen, ob ich dann jetzt am Wochenende, Samstag, Sonntag, jeweils 3 Folgen bringe. Einfach weil ich Bock drauf habe, die Marsch zu spielen. Und dann ab Montag wieder im gewohnten 2 Folgenrhythmus arbeite wieder. Ja, weiß noch nicht, das muss ich dann sehen. Thank you.
Ja, das halt, also gehört uns schon nicht mehr. Natürlich könnten wir jetzt hingehen und könnten sagen, was soll's? Ich kaufe noch die zwei Felder, ernte ab, kauf das Feld ab, ernten und so weiter und so fort. Aber das ist ja nicht Sinn und Sache, Sinn und Zweck der Sache. Sinn und Zweck der Sache ist ja einfach das zu abzuernten, doch was man selber angesät hat. Ja. Genau, und da werde ich eben dran festhalten. Und ich möchte einfach nicht nur was kaufen, damit ich noch ein bisschen mehr Gewinn erzielen kann. Ja, das ist so mein Grundgedanke. Genau. Ich will jetzt da nicht einfach, wie ich gesagt habe, jetzt einfach die Felder 41, 42 kaufen, nur dass ich sie nur schnell abernten kann, um nochmal ein bisschen höheren Profit aus dieser letzten Ernteaktion zu vollziehen. Sondern ich hab das Geld, das nehme ich dann mit auf die Marsch und dann wird alles schick schön sein. Genau. Ja, wenn ja alles gut läuft, heute Abend kommt sie zum Download. Heute ist ja Donnerstag. So. Ganz genau die Preise im Auge behalten. Da ist nicht mehr allzu lang. Hat er das Feld abgehandelt? Aber eigentlich kann ich dem ja auch sagen. Gerät anheben spät und absenken früh. Wenderadius lassen wir einfach mal so stehen. Deaktiviert. Beim Wendemanöver darf er 8 fahren. Darf beim Wenden gerne 20 fahren, rückwärts darf er auch 20 fahren. So, im Weizen. Ich denke schon, dass das ein relativ guter Kurs ist, ne? Von bei Marison. Das ganze Zeug. Die Sojabohnen, auch Marison. Definitiv, also müssen wir gucken, dass wir Weizen, Gerste und die Sojabohnen schnellstens abgefahren bekommen. Ich weiß es nicht, ich kaufe jetzt einfach den Anhänger, das ist mir jetzt egal. Und zwar den hier. Da kann ich noch mal einiges mehr reinladen. Mit dem Aufbau kostet mich nochmal 5500 obendrauf. Schwarz hätte er natürlich was, ne? Der Anhänger.
kriegt er noch die Breitreifen drauf. Das ist ein Unterschied. Ja, Moment, Breitreifen kann man weniger laden. So. Oh. Sorry, Kollege. Sorry für die Wartezeit. Sorry, sorry. Das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde mich auch sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.